Habe dann Kai Greiner, der Angesprochene, ist am Wort. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss trotzdem einmal beginnen, um zum Thema zu sprechen. Bevor ich auf den Kollegen Hörl eingehe. Es gibt hier eine Reihe von Rechnungshofberichten, die sich beschäftigen mit den Covid-19-Hilfsmaßnahmen. Gerade in diesen Berichten sieht man, wie wichtig die Institution des Rechnungshofs ist, wie wichtig diese Berichte sind für unsere Arbeit hier im Haus. Und deswegen ein ganz großes Danke an den Rechnungshof, an die Damen und Herren, die dort arbeiten und stellvertretend natürlich an die Präsidentin Kraker für diese Berichte, die sie uns vorlegt, die qualitativ sehr, sehr gut sind und uns einen wunderbaren Überblick geben über alle Covid-19-Hilfsmaßnahmen, die es gegeben hat, von Bundesseite, aber auch von allen neuen Bundesländern und das sehr detailliert und auch, sage ich mal, mit den notwendigen kritischen Worten bedacht. Vielen Dank dafür. Wenn hier schon angesprochen wird vom Kollegen Hörl, die zu Recht die Kritik, die es gibt, an den Covid-19-Hilfsmaßnahmen, hat er selber herausgepickt, den MPO-Fonds. Ich kann das noch einmal sagen. Zentral in der ÖVP hat man sich vorher, und zwar bereits im Juli 2020, bevor noch irgendein Antrag gestellt wurde, von irgendeiner Landjugend irgendwo in Österreich hat die ÖVP auf Bundesebene sich zusammengestellt und hat festgestellt, wir haben ja hier dieses Handout, aufgrund der Statuten der Teilorganisationen sowie der Landes- und Bundespartei wird man durch Beitritt zu einer Teilorganisation automatisch auch die Mitgliedschaft zur ÖVP. Sämtliche Mitglieder der Jungbauernschaft sind somit jedenfalls Vereinsmitglieder des jeweiligen Landesbauernbundes und damit auch bei der ÖVP. Das habe nicht ich geschrieben, das ist aus der ÖVP, ein Rechtsanwalt der ÖVP, der auch Abgeordneter ist, der kann ja selber dazu Stellung nehmen, der hat das intern für die ÖVP geschrieben. Also die ÖVP schaut sich an, dürfen unsere Teilorganisationen überhaupt ein Geld dort beantragen? Das Ergebnis ist, nein, sie dürfen nicht. Was macht die ÖVP? Am nächsten Tag geht ein E-Mail raus in Tirol an alle Jungbauern, an alle ÖVP-Jungbauernorganisationen. Bitte sucht's an, mit zentral, bei wem sie sich melden sollen, weil das zentral alles eingebracht wurde. Alle Fragen, die jetzt im Zuge der Prüfung worden sind, sind wortident beantwortet worden von allen 120 Organisationen. Die sind zentral von der ÖVP, bestimmte Personen haben gesagt, wie das beantwortet. Und jetzt kommt, jetzt sagt die Prüfer, wo Sie sagen, die Prüfer sind schuld. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist, wie wenn ich sage, der Polizist ist schuld, wenn er mich betrunken beim Autofahren erwischt. Nein, der ist nicht schuld, ich bin schon selber schuld. Und jetzt sagt die... Jetzt sagt der Herr Hörl, quasi die Prüfer sind schuld. Und jetzt sagen sie selber, die haben mit uns nichts zu tun. Und wir würden jetzt irgendwelche ehrenamtlichen Jugendlichen angehen. Sie haben sie aufgefordert, bitte. Ich habe die ganzen E-Mails gelesen. Sie haben zentral von der ÖVP gesagt, sucht an. Das ist unser Steuerberater, übrigens auch ein ÖVP-Mitglied und gehört zu Ihrer Organisation dazu. Und dann, wenn es schief geht, sagen Sie, ach, mit dem habe ich alles nichts zu tun. Übernehmen Sie doch die Verantwortung, dass Sie die jungen Leute hier missbrauchen und hier einen Steuertöpfe drauf, obwohl Sie wissen, dass das verboten ist. Übernehmen Sie Verantwortung und zahlen Sie das Geld zurück. Es ist wirklich zum Schämen, wie Sie mit dieser Affäre umgehen. Zum Schämen. Vielen Dank.